Was wir letzten Dienstag gemacht haben, ist, wir haben uns sehr explizit überlegt, wie wir die Bausteine einer Turing-Maschine übersetzen können in einen Code. Die Bausteine sind ihre Zustände, ihre Alphabete, ihre Übergangsfunktionen. Und insbesondere auch, welche dieser Zustände denn der Startzustand, der akzeptierende, der verwerfende Zustand sind. Und dazu habe ich mir einen Code überlegt, der die interessante Eigenschaft hat, dass er erstens entscheidbar ist. Das bedeutet, dass wenn ich einen bestimmten Binärstring anschaue, dass ich dann entscheiden kann, dass ich eine Turing-Maschine bauen kann, die entscheiden kann, ob dieser Binärstring eine Turing-Maschine kodiert oder nicht. Und das kann ich in endlicher Zeit entscheiden. Und zweitens, dass diese Entscheidung umkehrbar ist. Und zwar durch eine Turing-Maschine umkehrbar ist. Das heißt, dass ich einen String nehmen kann, zunächst mal gucken kann, ob er eine Turing-Maschine kodiert. Und wenn er das tut, dann kann ich diese Beschreibung der Turing-Maschine explizit übersetzen in Zustände, Alphabete, Übergangsfunktionen. Und dann das, was diese Turing-Maschine tun würde, wenn ich sie laufen lassen würde auf einem Eingabewort, auf einer anderen Turing-Maschine simulieren. Und diese Turing-Maschine, die jede andere Turing-Maschine auslesen und dann simulieren kann, die haben wir die universelle Turing-Maschine genannt. U. Und jetzt gab es Fragen dazu, wie genau diese Codierung funktioniert. Es gab auch schon während der Vorlesung diese Frage und dann nochmal im Feedback nochmal. Nämlich so ungefähr in die Richtung von, Sie haben da diesen Code mit Einser am Anfang und wenn eine Eins kommt, dann ist es ein Symbol, wenn zwei Einser kommen, ist es ein Zustand, wenn drei Einser kommen, ist es ein Übergang, warum ist das denn nötig? Und vor allem am Anfang und am Ende, kann ich da nicht das Ende weglassen oder kann ich nicht irgendwas Kürzeres machen mit weniger als drei Einsern oder so? Wenn Sie sich darüber Gedanken machen, dann, also es ist natürlich gut, es ist kein Problem, das zu tun, aber wichtig ist, dass diese Art von Frage überhaupt nicht relevant ist für das, was wir versuchen zu tun. Es geht nicht darum, die effizientest mögliche Beschreibung dieser Codierung zu finden, denn das ist eine Aufgabe für die technischen Informatiker, die sich mit dem Chipdesign vielleicht beschäftigen möchten, wie genau sie irgendwas übersetzen, sodass sie die Register auf ihrem Chip ordentlich benutzen oder so. Hier in der Theorie geht es uns ausschließlich darum, dass diese Funktion überhaupt existiert und dass sie diese Eigenschaften hat, die hier abgebildet sind. Effizienz ist zumindest in diesem Teil der Vorlesung nicht relevant. Denn was uns das zunächst mal zeigt, ist, dass es möglich ist, mit einer Turing-Maschine alle Turing-Maschinen zu simulieren und dass dieser Prozess des Simulierens über diese sogenannte Gödelisierung läuft, also über die Abbildung aller Turing-Maschinen, des Raumes aller Turing-Maschinen, dieser Tupel, auf natürliche Zahlen. Und diese Beobachtung, dass also der Raum der Turing-Maschinen irgendwie da reinpasst in die natürlichen Zahlen, der sollte bei Ihnen irgendwie Alarmglocken läuten lassen, mit denen wir uns heute beschäftigen müssen. Warum? Weil das ja bedeutet, dass es, also zunächst mal wissen wir ja schon, dass es natürlich unendlich viele Turing-Maschinen gibt. Ja, ich kann mir unendlich viele verschiedene Programme überlegen, denn die Zustandsräume, die Alphabete dürfen ja beliebig groß sein, solange sie nur endlich sind. Aber es gibt ja verschiedene Formen von Unendlichkeit. Sie erinnern sich aus den Mathematikvorlesungen, dass es abzählbar unendlich gibt und überabzählbar unendlich. Übrigens vielleicht mal zur Sicherheit, kurze Frage. Wer erinnert sich an die Begriffe abzählbar und überabzählbar unendlich? Das sind, sind fast alle. Gar nicht alle Hände, aber ich glaube, das bedeutet quasi alle und die anderen haben einfach nur gerade ihre Hände irgendwo anders. Und wir müssen uns jetzt eigentlich erstmal fragen, welche Art von unendlich haben wir denn da eigentlich vor uns? Und wir haben ja verschiedene Objekte, mit denen wir denken. Ja, wir haben die Sprachen, die wir versuchen zu erkennen, und wir haben die Turing-Maschinen, die wir benutzen, um die Sprachen zu erkennen. Und eine Sorge, die wir jetzt haben sollten, und das wird genau das sein, was wir heute rauskriegen, ist, dass es von dem einen mehr gibt als von dem anderen, und zwar auf die ungeschickte Art und Weise. Es gibt mehr Sprachen als Maschinen. Und das bedeutet dann notwendigerweise, dass es irgendwo Sprachen geben muss, für die wir keine Maschine finden, die sie erkennt. Und diesen Schritt, diesen mentalen Schritt, den ich jetzt hier sehr schnell einmal so gesagt habe, den machen wir heute ganz in Ruhe. Und dazu habe ich mich entschieden, schon das letzte Mal, dass ich diese Vorlesung gehalten habe, dass ich
zumindest die erste Hälfte dieser Vorlesung heute, oder wahrscheinlich mehr als die erste Hälfte, mit einer Wiederholung dieser Begriffe von Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit und den Beweisen, die da außenrum so stattfinden und den Konzepten, die dabei benutzt werden, mit Ihnen gemeinsam machen. Warum machen wir das? Im Prinzip haben Sie es schon mal gemacht. Sie kennen das wahrscheinlich aus dem ersten Semester oder so, ne? Aber erfahrungsgemäß ist das Ihnen vielleicht nicht mehr so ganz mega präsent. Und wenn ich da jetzt einfach durchhusche und bestimmte Eigenschaften einfach als gegeben hinnehme, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich sie abhängen werde. Und dann werden die nächsten Vorlesungen deutlich schwieriger. Deswegen hoffe ich, dass Sie bei mir bleiben, wenn wir jetzt die nächsten paar Minuten in Ruhe nochmal durch Eigenschaften von Abbildungen und von Mengen durchgehen und dann versuchen uns zu fragen, was genau die mit den Konzepten zu tun haben, die wir jetzt benutzt haben in dieser Vorlesung. Nämlich nicht den Zahlen, sondern den Sprachen und den Automaten, den Algorithmen, den Maschinen. Und dabei geht es natürlich notwendigerweise ganz viel um Zahlen, insbesondere um die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen, die reellen Zahlen, die rationalen Zahlen. Das sind die Objekte aus der Mathematik, aber sie sind vor allem erstmal Mengen, die bestimmte Eigenschaften haben. Und die versuchen wir jetzt zu übertragen oder wieder zu verwenden in dieser Vorlesung, um uns quasi einen Haufen Zeit zu sparen. Zunächst mal Abbildungen. Diese Wiederholung machen wir relativ schnell. Von drei Begriffen, die Sie auf jeden Fall kennen, aber wenn es Ihnen so geht wie mir, dann müssen Sie jedes Mal, wenn Sie diesen Begriff sehen, einmal kurz überlegen, was er genau bedeutet. Also, Sie haben schon mal gehört von injektiven, subjektiven und bijektiven Abbildungen. Man nennt sie auch Injektionen, Sujektionen und Bijektionen. Das sind Abbildungen zwischen zwei Mengen, A und B. Wir nennen solche Abbildungen injektiv oder eindeutig, wenn Sie niemals zwei Eingabepunkte auf die gleichen Ausgabepunkte abbilden. Ja? Injektiv bedeutet also, dass wenn ich einen Punkt in der Bildmenge habe, dann hat er höchstens ein Urbild. Aber nicht notwendigerweise eins, aber er hat höchstens eins. Subjektiv heißt zwar eigentlich umkehrbar, ich finde aber eigentlich irgendwie ganz abdeckend die bessere Intuition. Eine Abbildung heißt subjektiv, wenn jedes Element aus B mindestens ein Urbild in A hat. Das heißt, injektiv heißt, jedes Element in B hat höchstens ein Urbild und subjektiv heißt, jedes Element in B hat mindestens ein Urbild und bijektiv ist subjektiv und injektiv, also eine umkehrbare, beziehungsweise eindeutig umkehrbare oder auch eindeutige Abbildung zwischen den beiden Mengen. Und solche Bijektionen nennt man auch Korrespondenzen, denn sie sind im Prinzip Umbenennungen von Elementen aus A durch Elemente in B, die man einfach beliebig umdrehen kann. Und Eigenschaften von Abbildungen, diese Eigenschaften benutzt man jetzt, um Endlichkeit, Unendlichkeit, Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit zu benutzen, den Umweg der natürlichen Zahlen. Wir nennen eine Menge endlich, falls es eine bestimmte natürliche Zahl gibt, N0, so dass es eine Bijektion gibt von der Sequenz 1, 2 und so weiter bis N0 auf diese Menge. Dass wir also jedem Element der Menge genau eine natürliche Zahl zuordnen können und es insbesondere die natürlichen Zahlen davon genau nur endlich viele gibt, ja? Also von 1 bis N0. Wenn eine Menge endlich ist, dann können wir ihre Größe bestimmen. Wir nennen dann N0 die Kardinalität oder die Größe der Menge. Und falls diese Bijektion nicht existiert, dann nennen wir eben unendlich. Also Unendlichkeit ist also die Abwesenheit von Endlichkeit. Und damit kann man jetzt so mal kurz kleine Erinnerungen machen. Das ist nicht groß weiter nötig für das, was wir später machen, aber einfach so, um sie wieder ein bisschen einzustimmen. Wir können zum Beispiel zeigen, dass die natürlichen Zahlen unendlich sind. Das ist ja quasi bislang noch gar nicht klar, ne? Aber irgendwie ist intuitiv klar, aber man kann es auch richtig zeigen. Wir können nämlich zeigen, dass die natürlichen Zahlen unendlich ist, indem wir zeigen, dass es keine Bijektion gibt von einem endlichen Teil dieser Menge auf die ganze Menge.
Der Teil ist also echt kleiner als die Menge, wenn Sie so möchten. Jeder Teil dieser Menge ist echt kleiner als die Menge. Jeder endliche Teil dieser Menge ist echt kleiner als die ganze Menge. So, nämlich angenommen, wir hätten eine Bijektion, dann können wir einen Widerspruch konstruieren, nämlich wir finden in dem Bild dieser Abbildung das größte Element in den natürlichen Zahlen und dann wissen wir aber als eine Eigenschaft der natürlichen Zahlen, dass jede natürliche Zahl einen Nachfolger hat. Das heißt, es gibt ein Element, das größer ist als dieses größte letzte Bild der Abbildung. Und das ist dann offensichtlich nicht im Urbild der Abbildung, also ist die Abbildung nicht subjektiv, deswegen auch keine Bijektion, also nach Definition ist die Menge unendlich. Und es funktioniert eigentlich nur, weil man die Menge so definiert, dass sie genau diese Eigenschaft hat. Sie erinnern sich, dass man die natürlichen Zahlen über die Peano-Axiome definiert und da gibt es so ein Axiom, das zweite, das sagt, dass jede natürliche Zahl einen Nachfolger hat, jede. Und wir deswegen genau diesen Beweis führen können. Eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt diese Slide habe, ist, weil ich weiß, dass irgendwann die Frage kommen wird während dieser Vorlesung, ob bei mir eigentlich die 0 zu den natürlichen Zahlen gehört oder nicht. Ich werde so machen, dass die 0 zu den natürlichen Zahlen gehört. Das ist die zweite Variante von Peano. Der hat historisch sogar mit der 1 angefangen und dann irgendwann später in seinem Leben entschieden, dass die 0 vielleicht doch auch dazugehören sollte. Also machen wir es so, wir nehmen die 0 mit. Ich warne aber schon mal vor, früher oder später wird irgendwo eine Slide kommen, wo ich es bestimmt falsch mache und vergessen habe, dass die 0 drin ist. Wenn Sie die finden, dürfen Sie sich darüber freuen. So, also wir haben jetzt die natürlichen Zahlen benutzt, um zu definieren, was unendlich ist. Und jetzt wird es etwas spannender, wir versuchen etwas präziser zu sein und können jetzt noch sagen, dass es eine bestimmte Art von Unendlichkeit gibt, welche die natürlichen Zahlen darstellen, nämlich die abzählbare Unendlichkeit. Und dazu müssen wir über die Mächtigkeit von Mengen reden, nicht die Größe, denn die Größe ist definiert für endliche Mengen, sondern stattdessen benutzen wir auf Deutsch zumindest das Wort Mächtigkeit. Auf Englisch wird das nicht so groß getrennt, da redet man von Size, aber wir können von Mächtigkeit reden auf Deutsch und sagen, dass zwei Mengen dann gleich mächtig sind, wenn es eine Bijektion zwischen ihnen gibt. Wenn wir also eine Korrespondenz herstellen können zwischen ihren Elementen und dass wir eine Menge mächtiger als eine andere Menge nennen können, wenn es eine Injektion von der weniger mächtigen Menge auf die mächtigere Menge gibt, aber keine Injektion von der mächtigeren Menge auf die weniger mächtigere Menge. Komplizierter Satz, deswegen einmal kurz nochmal zum Nachdenken. Das bedeutet, dass es von der einen Menge, von der, die wir als weniger mächtig wahrnehmen, eine Abbildung gibt, so dass wir quasi Raum in M2 haben, um für alle Elemente aus M1 ein separates Bild zu finden, aber umgekehrt das nicht gilt. Und diese Mächtigkeit, die eine abstrakte Idee ist, die können wir jetzt benutzen, um Unendlichkeit zu definieren. Um bestimmte Formen von Unendlichkeit zu definieren, nämlich wir nennen eine Menge abzählbar unendlich oder auch abzählbar, wenn sie gleichmächtig ist wie die natürlichen Zahlen. Wir benutzen also die natürlichen Zahlen als so eine Art Anker, als interessante Menge, mit der wir vergleichen können und sagen, wir nennen eine Menge abzählbar unendlich, wenn sie gleichmächtig ist wie die natürlichen Zahlen, wenn wir also eine Bijektion auf die natürlichen Zahlen finden können. Oder auch von den natürlichen Zahlen. Wenn wir eine Bijektion haben, dann können wir ja sie umdrehen. Wir nennen die Menge höchstens abzählbar, wenn sie entweder endlich oder abzählbar ist. Okay, fein. Und wir nennen sie überabzählbar, wenn sie weder endlich noch abzählbar ist. Und ich habe hier noch kein Beispiel für eine überabzählbare Menge, aber Sie wissen natürlich, was eine überabzählbare Menge ist. Möchte jemand sagen, was ist die prototypische überabzählbare Menge? Ja, die reellen Zahlen, genau. Und jetzt kann man so Beweise machen, hier unten drunter ist einmal so schnell, einfach nur damit wir quasi alle verstehen, worum es geht. Hier oben drüber steht ja überhaupt nicht, dass die natürlen Zahlen abzählbar sind. Ne? Und jetzt kann man für diese scheinbar tautologische Aussage beweisen, dass die natürlichen Zahlen tatsächlich abzählbar sind. Warum? Wie beweisen wir das?
Ja? Weil wir quasi eine bijektive Abbildung definieren können, die von den natürlichen Zahlen in den natürlichen Zahlen. Genau. Das ist diese Art von Beweis, die man Mathematik studiert haben muss oder eine Vorlesung gehört haben muss, um überhaupt zu verstehen, warum man sowas überhaupt braucht. Ne? Weil hier oben drüber steht ja noch nichts, dass die natürlichen Zahlen abzählbar sind. Wir müssen nur zeigen, dass es eine Bijektion gibt. Und es gibt natürlich eine triviale Bijektion, nämlich die Identität, die jede natürliche Zahl auf sich selber abbildet. Und das ist natürlich eine Bijektion. Deswegen sind die natürlichen Zahlen insbesondere ein Fall, der diese Eigenschaft hat, sie sind abzählbar. Aber, und da kommen jetzt, es wird langsam interessant, die positiven natürlichen Zahlen, also alle natürlichen Zahlen außer der Null, sind auch abzählbar. Warum? Genau, oder n auf n minus 1. Ich weiß nicht genau, wie rum es funktioniert. Ja? Na, ist eigentlich egal. Ne? Wir müssen ja, also, wenn wir links hier ein Element aus n plus haben, also 1, 2, 3, 4, 5, dann können wir eine Abbildung bilden, die auf 0, 1, 2, 3, 4 abbildet und so weiter. Ja? Und diese Abbildung ist eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen, zwischen der Menge, die mit 0 anfängt und der Menge, die mit 1 anfängt. Warum? Weil ich sie umdrehen kann. Ich kann tatsächlich, jetzt schreibe ich was an die Tafel, weil ja, ich wollte ja mal was ab und zu an die Tafel schreiben. Ich kann mir ein Set aus den positiven natürlichen Zahlen nennen und das als n plus 1 nehmen, wenn n aus den natürlichen Zahlen stammt, wo die 0 mit drin ist. Und offensichtlich kann ich diese Gleichung umstellen. Ne? Ich kann die plus 1 hier rüber schreiben und kann schreiben, n ist gleich z minus 1. Und diese Abbildungen in beide Richtungen bilden eine Bijektion. Ja, Sie können sich überzeugen, dass die surjektiv und injektiv sind. Und es klingt erstmal nach, okay, ja, ist um 1 verschoben, ja, aber es ist doch irgendwie schon mal überraschend, dass wir da zwei Mengen haben, die offensichtlich nicht identisch sind und trotzdem gleich mächtig. Eins komplizierter, die geraden natürlichen Zahlen, also 0, 2, 4, 6, 8 und so weiter, sind auch abzählbar. Warum? Genau, weil n auf 2n oder n auf n halbe, je nachdem, wie rum wir es schreiben wollen, eine Bijektion ist. Können wir wieder umdrehen. Und Sie haben wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass das ist sowas, was irgendwie, ne? Also ich glaube, wir sind heute jetzt so 2024, finden wir das vollkommen normal, aber diese Idee von dieser Art von Unendlichkeit ist gar nicht so alt. Das war noch vor 100 Jahren was durchaus Überraschendes, als die Mengenlehre sich erst noch so geformt hat. Es gibt dieses berühmte Zitat von David Hilbert, Sie haben wahrscheinlich schon gehört, von Hilberts Hotel. Wer hat von Hilberts Hotel schon mal gehört? Alle, genau. Hier ist das Originalzitat aus seiner Vorlesung. Das hat er tatsächlich so gehalten im Wintersemester 1924 in Göttingen. Ich finde es einen total schönen Satz, deswegen lese ich ihn einmal ganz vor. Eine Anwendung dieser Tatsache wird der Hotelwirt machen, der ein Hotel mit einer endlichen Zahl von Gästen hat. Alle diese Zimmer seien mit einem Gaste belegt. Wenn nun die Gäste ihre Zimmer irgendwie vertauschen, sodass wieder in jedem Zimmer nicht mehr als ein Gast wohnt, dann wird dadurch kein Zimmer frei und der Hotelwirt kann auf diese Weise für einen neu ankommenden Gast keinen Platz schaffen. Wir können auch sagen, und hier ist der entscheidende Satz, ein Teil einer endlichen Menge ist niemals zahlengleich dem Ganzen. Wie verhält sich das mit unendlichen Mengen? Ja, nehmen wir mal als einfachstes Beispiel die Menge der ganzen Zahlen. Hier gilt nun schon der Satz, der Teil ist kleiner als das Ganze nicht mehr. Diese wichtige Tatsache können wir leicht an unserem Beispiel mit dem besetzten Hotel machen. Wir nehmen an, und die Rest der Geschichte kennen Sie. Ja? Natürlich kann für jede endliche Zahl, also wir können einfach jedem Gast sagen, bitte zieh einfach ein Zimmer nach rechts, dann wird links ein Zimmer frei und dann ist da Platz für unseren neuen Gast. Natürlich kann für jede endliche Anzahl von neuen Gästen auf die angegebene Weise Platz geschaffen werden und in einer Welt mit unendlich vielen Häusern und Bewohnern gäbe es also keine Wohnungsnot. Wie schön wäre das in Tübingen, wenn das möglich wäre. Und interessanterweise geht eben diese Konstruktion nicht nur für endliche Verschiebungen, also wir können nicht einfach nur so 1, 2, 3, 4, 5 mehr Gäste unterbringen, sondern sie funktioniert auch für unendlich viele, aber abzählbar unendlich viele neue Gäste. Zum Beispiel können wir dadurch zeigen, dass die ganzen Zahlen
also die nach links und rechts offenen natürlichen Zahlen, wenn Sie so wollen, die nach links, minus 1, minus 2, minus 3, minus 5 und so weiter und nach rechts 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben, dass die gleichmächtig sind wie die natürlichen Zahlen, also per Definition abzählbar sind. Und diese Konstruktion kennen Sie vermutlich noch, deswegen brauche ich Sie nicht so lange drüber reden. Wir können eine Bijektion bilden zwischen den natürlichen Zahlen und den ganzen Zahlen, indem wir uns so eine Art Prozess vorstellen, wie wir die der Reihe nach ablaufen. Wir fangen mit der 0 an und dann im ersten Schritt gehen wir auf die 1, im zweiten Schritt auf die minus 1, im dritten Schritt auf die 2 und so weiter. Und das entspricht dieser Abbildung hier drüben. Und Sie können sich hoffentlich überzeugen, dass diese Abbildung eine Bijektion ist. Wenn ich Ihnen eine ganze Zahl gebe, zum Beispiel minus 5, dann können Sie eine Abbildung konstruieren. Sie könnten den Code dafür aufschreiben in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache, die zunächst mal checkt, was ist das Vorzeichen dieser natürlichen Zahl. Ist sie eine negative oder eine positive? Sorry, das Vorzeichen dieser ganzen Zahl. Ist sie negativ oder positiv? Wenn sie negativ ist, dann bilde ich auf eine gerade natürliche Zahl ab, indem ich sie ihr Vorzeichen wegnehme und mit 2 multipliziere. Und wenn sie positiv ist, dann bilde ich sie auf eine ungerade natürliche Zahl ab, indem ich das Vorzeichen gleich lasse und mit 2 multipliziere und dann 1 aufaddiere. 1 abziehe in diesem Fall. Und okay, also das geht. Und dann kennen Sie wahrscheinlich noch aus Ihren Grundvorlesungen diese der nächsten quasi noch verrücktere Beobachtung, dass nämlich Paare von natürlichen Zahlen, also das direkte Produkt der natürlichen Zahlen mit sich selbst, also so eine Art Koordinatensystem mit X- und Y-Achse, einem Gitter da drauf auf natürlichen Zahlen, dass die auch gleich mächtig sind wie die natürlichen Zahlen, also auch abzählbar sind. Und diesen Beweis, der ist historisch sehr berühmt, man nennt den Cantors erstes Diagonalargument. Ich habe nachher noch ein schönes Bild von Herrn Cantor. Er ist vielleicht der Urvater der Mengenlehre oder zumindest der formalisierten Mengenlehre und hat sich genau mit dieser Mächtigkeit von Mengen sehr ausführlich beschäftigt und diese Art von Beweisen als erster konstruiert. Und wir werden nachher sehen, so lange ist das noch gar nicht her. Also, hier ist nochmal wieder so eine Abbildung. Auch hier gehe ich recht schnell durch, weil Sie sich daran erinnern, weil Sie es in den Vorlesungen schon gehört haben, in den Grundvorlesungen. Ich kann dieses Koordinatensystem der natürlichen Zahlen mit X- und Y-Achse, wenn Sie so wollen, also ein diskretes Gitter auf diesem Oktanten, ja als so eine Art Tabelle mir vorstellen, also eine Art unendlich große Matrix, die ein linkes oberes Eck hat und dann nach rechts und nach unten offen ist. Und dann kann ich hier mit 0 anfangen zu zählen und dann mir so einen Schlangenlinienprozess vorstellen, der immer entlang der Diagonalen, und zwar der, nennen wir es mal die zweiten Diagonalen dieser Matrix, ja, wie nennt man denn die Gegendiagonalen, ja, abläuft. Also im ersten Schritt gehen wir hier rüber, im zweiten Schritt darüber, im dritten hierüber, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten und so weiter. Und wir sind uns hoffentlich einig, dass dieses Ablaufen surjektiv ist. Es wird also irgendwann an jeder Zahl vorbeikommen, dass es injektiv ist. Wir kommen an jeder Zahl nur einmal vorbei. Deswegen ist es eine Bijektion zwischen den natürlichen Zahlen und dem Kreuzprodukt der natürlichen Zahlen mit sich selbst. Also ist diese Menge abzählbar. Und insbesondere bedeutet das direkt, dass die rationalen Zahlen auch abzählbar sind. Die rationalen Zahlen bilden nämlich eine Teilmenge dieser Tabelle, wenn Sie so wollen. Ja, also jede rationale Zahl ist beschreibbar durch einen Zähler und einen Nenner, M und N, mit der etwas nervigen, sonderlichen Eigenschaft, dass wenn Zähler und Nenner gleich sind, dass sich dann immer Sachen rauskürzen, oder wenn sie Teiler gleich sind, dass sich dann Sachen rauskürzen. Das heißt, dass nicht jede mögliche Kombination von Zähler und Nenner gleich eine separate Zahl, eine eindeutige Zahl für sich ist. Das heißt aber nur, dass es im Prinzip in dieser Tabelle weniger Zahlen gibt, die wir abzählen müssen. Also müssen wir nur aufpassen, dass wenn wir unsere Abbildung konstruieren, dass wir Zahlen, die wir schon mal gezählt haben, rausstreichen aus der Aufzählung. Also wir fangen an bei der 1 und dann gehen wir rüber zu 1,5 im ersten Schritt, zu 2 über 1, also 2
im zweiten Schritt, dann zu 3 geteilt durch 1, also 3 im dritten Schritt. 2 geteilt durch 2 hatten wir schon mal, das ist nämlich die 1, da gehen wir also rüber. Ein Drittel hat man noch nicht, lassen wir also drin. Ein Viertel hat man auch noch nicht, 2 Drittel hat man noch nicht, 3 halbe noch nicht, 4 über 1 noch nicht, also 4. 5 hatten wir noch nicht, aber 4 über 2 ist 2, hatten wir schon. 3 über 3 ist 1, hatten wir auch schon. 2 geteilt durch 4 ist 1,5, hatten wir auch schon, aber ein Fünftel hatten wir noch nicht. Und wenn Sie jetzt das speziell in dieser Vorlesung, wo es um Berechenbarkeit geht, sehen dieses Bild, dann denken Sie sich vielleicht jetzt gerade im Moment, aber wie würde ich denn diesen Algorithmus schreiben, der das macht? Da sind wir noch nicht. Darüber brauchen wir uns im Moment keine Gedanken zu machen, sondern es ist nur klar, dass diese Abbildung existiert und dass sie eindeutig definierbar ist und dass wir sie so bauen können, dass wir einfach Schritte hier rauslassen. Das heißt, wir zählen weniger Zahlen. Wir kommen aber an jeder rationalen Zahl einmal vorbei und wir kommen an jeder rationalen Zahl nur einmal vorbei. Also haben wir eine Bijektion. Genau genommen sind wir damit noch nicht ganz fertig, denn wir haben das jetzt nur mit den positiven rationalen Zahlen gemacht. Wir müssen jetzt noch die negativen dazu nehmen, aber das ist quasi eine Kombination mit dem Trick von vor 2 Slides. Ja, wir können also quasi noch ein Modulo 2 einbauen, um noch eine zweite unendliche Menge dazu zu nehmen. Und dann müssen wir noch die 0 da irgendwo reinschieben. Das machen wir mit Hilberts Hotel. Wir machen in der Mitte einen Platz, wo wir die 0 reinlegen und dann passt es. Dann haben wir alle rationalen Zahlen einmal abgearbeitet. Das heißt, worum es hier eigentlich ging in dieser ganzen Wiederholung, ist Ihnen nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass unendliche Mengen was irgendwie was Gefährliches sind. Sie sind unintuitiv. Sie verhalten sich auf Arten und Weisen, die uns dann oder warnen sollten, dass wir vorsichtig mit ihnen umgehen sollten. Insbesondere sind Eigenschaften von Abbildungen im Unendlichen teilweise ganz schön anders, als wir sie uns intuitiv vorstellen. Für endliche Mengen gilt die Eigenschaft, dass wenn 2 endliche Mengen gleich viele Elemente haben, dass sie also gleich groß sind, dass dann eine Abbildung, die injektiv ist, notwendigerweise auch surjektiv ist und damit automatisch auch bijektiv ist. Wenn ich 5 Finger auf der einen Hand habe und 5 Finger auf der anderen, 2 Mengen, die gleich groß sind, und mir irgendeine Abbildung überlege, sodass keine 2 meiner, das sind meine rechten Finger übrigens, für Sie die linke Seite, auf den gleichen Finger abgebildet werden, dann ist das notwendigerweise eine subjektive Abbildung, denn ich habe hier 5 und wenn ich da nicht 2 auf einmal abbilden möchte, muss ich da drüben auch 5 nehmen. Und damit ist es auch eine Bijektion. Für unendliche Mengen gilt das aber nicht. Und Sie haben gerade mehrere Beispiele gesehen. Zum Beispiel die rationalen Zahlen. Die rationalen Zahlen sind, hier benutze ich das Wort größer im Gegensatz zu mächtiger, sind größer als die natürlichen Zahlen, denn insbesondere liegt ja zwischen zwei beliebigen natürlichen Zahlen liegen unendlich viele rationale Zahlen. Sie sind aber trotzdem gleich mächtig. Es gibt eine Bijektion zwischen den natürlichen Zahlen und den rationalen Zahlen. Und das bedeutet, oder etwas formaler gesagt, können wir solche interessanten Eigenschaften zwischen abzählbaren Mengen definieren. Hier sind 4 davon, die später noch jetzt gleich wichtig werden, wenn wir den Schritt machen wieder hin zu den, zu den Sprachen und den Algorithmen. 4 Eigenschaften von Mengen. Wenn eine Menge höchstens abzählbar ist, das heißt, sie ist entweder endlich oder abzählbar, dann gilt, dass falls wir eine Bijektion finden können auf eine andere Menge, dass dann diese andere Menge auch höchstens abzählbar ist. Wir können also durch Bijektionen die Eigenschaft der Abzählbarkeit übertragen, beweismäßig, auf eine andere Menge. Wenn M abzählbar ist und wir eine Teilmenge N daraus haben, dann ist diese Teilmenge entweder endlich oder abzählbar. Also alle Teilmengen von abzählbaren Mengen sind höchstens abzählbar. Dazu den beiden mache ich keine Beweise, denn die können Sie sich selber überlegen. Das ist relativ offensichtlich. Für die nächsten beiden werde ich gleich noch Beweise liefern. Abzählbare Vereinigungen von abzählbaren Mengen sind selber auch abzählbar. Das ist also jetzt quasi der Gegenteil.
Schritt. Ja? Die ersten beiden hier oben, oder eigentlich insbesondere B, ist, was ist mit Teilmengen von abzählbaren Mengen? Ja, die sind auch höchstens abzählbar. Aber interessanterweise, das ist das Überraschendere, können wir also die abzählbare Mengen, wenn Sie so wollen, größer machen, indem wir insbesondere Vereinigungen von mehreren abzählbaren Mengen machen oder Produkte, direkte Produkte von abzählbaren Mengen bilden. Sie haben gerade Beispiele schon gesehen davon für die ganzen Zahlen oder, also die ganzen Zahlen sind die Vereinigung von zwei Kopien der natürlichen Zahlen oder die rationalen Zahlen, die sind nämlich das, in etwa das Produkt von zwei abzählbar unendlichen Mengen, nicht ganz, wegen dieser Problematik, dass manche Punkte in diesem Produkt die gleiche Zahl bilden, gleiche rationale Zahl bilden. Und wenn man das tut, dann bleibt dabei Abzählbarkeit erhalten. Aber das gilt im Allgemeinen nur für endliche Produkte von abzählbaren Mengen. Etwas später heute, nach der Pause, werden wir feststellen, dass dieser Raum hier, also das unendliche Produkt von Binärzahlen, also genau genommen der Raum abzählbarer Binärstrings, also der Raum aller Binärsequenzen von beliebiger Länge, dass der nicht abzählbar ist. Und vielleicht ahnen Sie schon, warum das relevant ist. Falls nicht, macht nichts, wir kommen dazu. Und falls Ihnen langweilig ist, können Sie überlegen, warum das relevant ist. Jetzt machen wir den Beweis für diese beiden Aussagen. Und warum machen wir diese Beweise? Nicht einfach nur, weil ich jeden Quatsch immer beweisen möchte, sondern weil diese Technik für den Beweis nachher sich direkt übertragen wird auf Maschinen, Automaten und deren Eigenschaften. Der Beweis für diese, eigentlich für beide Sätze hier, folgt genau diesem Diagonalargument von Cantor. Dem sogenannten ersten Diagonalargument von Cantor. Also hier ist das Herz nochmal, abzählbare Vereinigungen abzählbarer Mengen sind abzählbar. Der Beweis dafür funktioniert wie folgt. Angenommen, wir hätten eine abzählbare Sequenz von jeweils abzählbaren Mengen. Also M1 ist eine abzählbare Menge, M2 ist eine abzählbare Menge und wir haben so viel immer weiter, MI, MJ und so weiter, für beliebige Indizes der Mengen und jede der Mengen ist abzählbar. Dann können wir so eine Tabelle hier bauen und was Sie hier sehen, ist, im Prinzip könnten wir, ja, ich hätte, glaube ich, hier auch einfach M11 schreiben können, aber vielleicht ist es etwas sauberer zu sagen, weil jede der Mengen abzählbar ist und ihre Sequenz selber abzählbar ist, können wir uns eine Funktion fi anschauen, die uns abzählbarerweise in die Sequenz dieser Mengen rein abbildet. Und dann können wir innerhalb der Mengen auch wieder enumerieren, also weil sie abzählbar sind, eine Bijektion auf die natürlichen Zahlen bilden. Und dann können wir so eine Tabelle machen, sodass an der i-j-ten Stelle dieser Tabelle das j-te Element der i-ten Menge steht. Und dann können wir wieder genau den Trick machen, den wir gerade eben schon ein paar Mal gesehen haben. Also anfangen zu zählen beim ersten Element der ersten Menge, dann gehen zum zweiten Element der ersten Menge, zum ersten Element der zweiten Menge, zum ersten Element der dritten Menge, zum zweiten Element der zweiten Menge, zum dritten Element der ersten und so weiter und so weiter. Und diese Konstruktion hat wieder die Eigenschaft, dass wir an jedem Element jeder Menge mindestens einmal vorbeikommen, früher oder später, und an jedem Element jeder Menge genau einmal vorbeikommen. Also, sorry, höchstens einmal vorbeikommen, deswegen genau einmal vorbeikommen, deswegen haben wir eine Bijektion, deswegen ist diese Menge abzählbar. Zur Sicherheit, ist allen klar, wie das funktioniert? Kräftiges Nicken, sehr gut, ist nämlich eine Übungsaufgabe, den zweiten Teil zu beweisen. Steht dieses diese Woche auf dem Übungsblatt, dieser Satz hier, dass also endliche Produkte, hier ist die Endlichkeit wichtig, von abzählbaren Mengen selber auch abzählbar sind. Wenn Sie sich da einfache Punkte holen wollen auf dem Übungsblatt, überlegen Sie, wie Sie den Beweis aus der letzten Slide direkt übertragen auf diese. Ist relativ einfach,
Der eine Trick ist, dass Sie hier eine Induktion verwenden müssen. Das gebe ich Ihnen noch als Hinweis mit auf den Weg. So, warum beschäftigen wir uns in einer Vorlesung über Berechenbarkeit? Theorie der Informatik, zweiter Teil, zweiter Abschnitt, 2.2, Berechenbarkeit mit Abzählbarkeit, weil sie uns etwas darüber sagt, wie mächtig die Räume sind, mit denen wir arbeiten. Und die Räume, die Mengen, die uns hier interessieren, sind insbesondere einerseits die Sprachen, die wir über endlichen Alphabeten bilden, und andererseits die Räume der Automaten, die wir benutzen, um die Sprachen zu erkennen. Und da würde ich jetzt hier an dieser Stelle, wo wir über Abzählbarkeit sind, die Verbindung machen zunächst zu den Sprachen und einmal beobachten, dass die Kleene'sche Hülle, Sigma Stern über einem endlichen Alphabet, eine abzählbar unendliche Menge ist. Das habe ich schon ein paar Mal in früheren Vorlesungen einfach so nebenbei erwähnt, aber jetzt können wir es einmal auch sauber beweisen, nachdem wir diese Erinnerung gemacht haben an die früheren Vorlesungen. Also, sei Sigma ein endliches, nicht leeres Alphabet. Wenn es leer ist, dann ist ja die Kleene'sche Hülle darüber relativ langweilig. Aber angenommen, es ist ein nicht leeres Alphabet, dann zeigen wir, dass die Kleene'sche Hülle zunächst einmal, zeigen wir, dass sie unendlich ist. Und dann zeigen wir, dass sie abzählbar unendlich ist. Also die Unendlichkeit, okay, das ist, geht vielleicht so schnell, dass wir fast gar nicht drüber reden brauchen. Das funktioniert im Prinzip genauso wie in dem Beweis, dass die natürlichen Zahlen unendlich sind. Wir können es entweder über Widerspruch machen oder indem wir eine injektive Abbildung finden von den natürlichen Zahlen auf Sequenz A hoch. Ja, wissen Sie was, ich mache es doch. Okay, also, weil Sigma nicht leer ist, enthält es mindestens einen Buchstaben. Nennen wir diesen Buchstaben A. Dann liegt nach Definition der Kleene'schen Hülle liegt der String A und der String AA und der String 3 mal A hintereinander und der String 4 mal A hintereinander und so weiter liegen alle in der Kleene'schen Hülle. Das heißt, wir können eine Injektion bilden der natürlichen Zahlen. Und hier ist zum Beispiel jetzt so eine Slide, wo ich die 0 vergessen habe. Ja, wir fangen an mit der Abbildung der 0, bilden die aufs leere Wort ab, das ja nach Definition in der Kleene'schen Hülle liegt. Dann fangen wir an mit der Abbildung der 1, das geht auf A, die 2 auf 2 mal A, die 3 auf 3 mal A und so weiter. Das ist eine Injektion. Und das heißt, Sie erinnern sich an die vorherige Slide, dass die natürlichen Zahlen nicht mächtiger sind als die Kleene'schen Hülle. Deswegen ist die Kleene'schen Hülle mindestens unendlich. Ob sie abzählbar ist oder nicht, müssen wir jetzt im zweiten Schritt rauskriegen. Und dazu bauen wir uns jetzt eine Bijektion statt einer Injektion zwischen den natürlichen Zahlen und der Kleene'schen Hülle. Und das machen wir jetzt so ein bisschen, da können Sie sich erinnern daran, wie wir die Gödelisierung gemacht haben. Es ist nicht so genau wichtig, wie wir es konkret machen, sondern nur zeigen, dass es überhaupt möglich ist. Also wählen wir uns eine bestimmte Art aus, die Elemente der Kleene'schen Hülle der Reihe nach abzuzählen. Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen die Worte aus der Hülle und sortieren sie ihrer Länge nach. Wir fangen also an mit dem leeren Wort, das hat Länge 0. Und dann kommen alle Worte der Länge 1, das sind insbesondere einfach alle Buchstaben aus dem Alphabet. Und dann kommen alle Worte der Länge 2 und dann alle Worte der Länge 3 und alle Worte der Länge 4 und so weiter. Und das Entscheidende ist, dass wir uns in jedem einzelnen Schritt vergewissern können, dass die Zahl dieser Worte innerhalb der Kleene'schen Hülle, die eine bestimmte Länge haben, dass diese Zahl endlich ist. Es gibt genau ein Wort von Länge 0, das leere Wort. Wenn das Alphabet die Größe n hat, wenn es also n Buchstaben enthält, dann gibt es genau n Worte von Länge 1, nämlich die Buchstaben. Und es gibt genau n Quadratworte von Länge 2 und genau n hoch 3 Worte von Länge 3 und so weiter und so weiter. Alle diese Zahlen sind endlich. Wir können sie also hintereinander schreiben. Und dann haben wir hier offensichtlich die Vereinigung von lauter endlichen Mengen. Und diese Mengen an Mengen, die wir hier miteinander vereinigen, das ist eine abzählbare Sequenz. Ja? Denn sie fängt ja an mit den Worten von Länge 0, dann denen von Länge 1, dann denen von Länge 2. Also offensichtlich existiert eine Bijektion auf die natürlichen Zahlen. Also ist das hier eine abzählbare Vereinigung von endlichen Mengen
und damit insgesamt selber eine abzählbare Menge. Macht das Sinn? Okay, also wir merken uns im Kopf, das Alphabet ist endlich, die klinische Hülle ist abzählbar unendlich. Okay, bis hierhin, also eigentlich alles in Ordnung. Und den Satz sage ich noch, weil danach können wir eine Pause machen. Wenn wir jetzt gesehen haben, dass die klinische Hülle abzählbar unendlich ist, dann sind natürlich notwendigerweise alle ihre Teilmengen höchstens abzählbar. Insbesondere haben wir zwei interessante Teilmengen gefunden oder Arten von Teilmengen diskutiert, nämlich Sprachen. Eine Sprache ist immer eine Teilmenge der klinischen Hülle. Ja, also sind Worte aus der klinischen Hülle per Definition. Also sind notwendigerweise alle Sprachen auch höchstens abzählbar. Es gibt endliche Sprachen und wenn die Sprachen nicht endlich sind, dann sind sie abzählbar. Okay, gut. Und dann haben wir eine besondere Sprache letzte Woche definiert, nämlich die Sprache, die wir die Gödelisierung der Turing-Maschinen nennen, die den ersten Teil des Programmcodes der universellen Turing-Maschine liefert. Wir haben sogar festgestellt, dass das eine entscheidbare Sprache ist, dieser erste Teil, diese Gödelisierung von Turing-Maschinen. Also wissen wir, weil sie eine Sprache ist, dass die Menge aller Turing-Maschinen auch abzählbar ist. Und dass der Prozess des sie abzählbar Machens als Teilschritt die Gödelisierung enthält. Nämlich die Konstruktion einer Injektion in die natürlichen Zahlen. Und damit sind wir kurz vor der Pause. Ich fasse einmal zusammen, was wir jetzt nach dieser Zusammenfassung wieder verstanden haben. Alphabete sind endlich. Die klinische Hülle ist abzählbar unendlich. Sprachen sind höchstens abzählbar unendlich. Also jede einzelne Sprache ist höchstens abzählbar unendlich. Und die Menge aller Turing-Maschinen ist auch abzählbar. Warum ist sie nicht höchstens abzählbar? Weil es ja offensichtlich unendlich viele Turing-Maschinen gibt. Also ist es eine abzählbar unendliche Menge. Und nach der Pause beschäftigen wir uns mit Herrn Cantor und den überabzählbaren Mengen. Wir machen 10 Minuten, wie immer. Los geht's. Es gab eine großartige Frage während der Pause, die ich gern benutzen möchte, um einen Seitenthread der nächsten paar Slides aufzumachen. Wir haben nämlich hoffentlich genug Zeit, den zu diskutieren. Dem Sie nicht unbedingt folgen müssen, wenn Sie den bisherigen Teil schon anstrengend genug fanden. Aber ich habe den Eindruck, einigen von Ihnen haben genug Brain Cycles übrig, noch was über was anderes nebenher nachzudenken. Nämlich die Frage, ich muss kurz wieder den Fokus finden. Ich habe hier bewiesen, dass die klinische Hülle abzählbar ist. Und hat jemand gefragt, wo sind Sie hin, irgendwo, ob wir diesen Beweis nicht auch so ähnlich hätten führen können wie für die Turing-Maschinen durch eine Gödelisierung. Hätten wir nicht eine Gödelisierung finden können der klinischen Hülle? Und tatsächlich ist das, was ich hier gemacht habe, quasi eine stärkere Form von Gödelisierung. Das, was wir für eine Gödelisierung verlangen, ist etwas Schwächeres als das, was ich hier getan habe. Und dazu habe ich nochmal kurz aufgeschrieben, was eine Gödelisierung ist, hier auf der Tafel. Nämlich eine injektive Abbildung der Menge, in unserem Fall ist die Menge die klinische Hülle, auf die natürlichen Zahlen, so dass deren Bildmenge entscheidbar ist und ihre Umkehrung berechenbar ist. Was wir hier konstruiert haben, ist eine Bijektion auf die natürlichen Zahlen. Ja? Wir nehmen die Menge der klinischen Hülle, also die Menge aller Worte, und dann sortieren wir sie der Länge nach. Wir fangen an mit dem leeren Wort, dann alle Worte von Länge 1, alle Worte von Länge 2, alle Worte von Länge 3 und so weiter. Schreiben die hintereinander und dann zählen wir durch. Das bedeutet, erstens, diese Abbildung ist injektiv, denn keine zwei Worte stehen an der gleichen Stelle in dieser Liste, klar. Zweitens, diese Menge
Die Bildmenge ist entscheidbar. Was heißt das? Das heißt, wir müssen überprüfen können, ob eine bestimmte natürliche Zahl, 12, ob die einem Wort aus der klinischen Hülle entspricht. Und diese Entscheidbarkeit ist trivial, denn es ist eine Sujektion. Jedes Element aus den natürlichen Zahlen entspricht einem Element aus der klinischen Hülle unter dieser Abbildung. Ja? Das heißt, wir können eine triviale Turing-Maschine bauen, die entscheidet, ob eine bestimmte natürliche Zahl in der Bildmenge dieser Gödelisierung liegt, nämlich die immer akzeptiert für jede natürliche Zahl. Und dann ist der schwierigere Teil, dass wir das Umkehrbild berechnen müssen, das berechenbar sein muss. Und da ist nicht so einfach, jetzt für mich einfach hinzuschreiben, wie das Umkehrbild aussieht, aber Sie können sich überlegen, dass es vermutlich klar ist. Ne? Weil ich weiß, also angenommen, wir geben den Elementen unseres Alphabets eine Reihenfolge, wir sortieren die beliebig. Ja, angenommen, unser Alphabet ist das binäre Alphabet, es gibt die 0 und die 1, dann sagen wir, 0 ist das erste Symbol, 1 ist das zweite Symbol, okay? Und wir gehen immer in dieser Reihenfolge. Und für Konkatenierungen geben wir den ganzen auch irgendwie eine Reihenfolge, zum Beispiel die der Binärzahlen. Ja? Dann wissen wir ja, es gibt genau ein leeres Wort, es gibt genau zwei Worte von Länge 1, nämlich die 0 und die 1. Und es gibt genau 2 hoch 2, also 4 Worte von Länge 2, nämlich 00, 01, 10 und 11, ja? Und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich Sie dann frage, was ist denn das 12. Wort in dieser Liste, dann können Sie sich überlegen, dass es einen Algorithmus gibt, der mir genau sagt, was dieses Wort ist. Ja? Das heißt, das, was wir hier gemacht haben, ist, wenn Sie so wollen, insbesondere auch eine Gödelisierung der klinischen Hülle. Warum lohnt sich das zu wiederholen? Na, zunächst mal, vielleicht um klarzumachen, dass Gödelisierung nichts Spezielles für Turing-Maschinen ist, sondern einfach diese Konstruktion eines etwas schwächeren Objektes als einer Bijektion, nämlich einer Injektion auf die natürlichen Zahlen, deren Bildmenge entscheidbar ist und deren Umkehrung berechenbar ist. Das ist nicht das Gleiche wie eine Bijektion, sondern was etwas Schwächeres. Und zweitens, behalten Sie bitte diesen Gedanken einmal im Kopf, denn in ein paar Slides werden wir über Sprachen reden und inwiefern wir Sprachen gödelisieren können. Dazu müssen wir uns aber erst nochmal wieder mit Georg Cantor beschäftigen. 1845 in St. Petersburg geboren und 1918 in Halle an der Saale gestorben. Der Vater der modernen Mengenlehre und der Vater des modernen Konzeptes von Unendlichkeit. Genau genommen allerdings nicht mehr des modernen Konzepts von Unendlichkeit, sondern seines Vorgängers. Cantor ist einer der Begründer des sogenannten Transfinitismus, also Mathematikern, die sich beschäftigt haben mit der Unendlichkeit als Konzept. Vielleicht ist es wichtig hier zu erwähnen oder ist sinnvoll zu erwähnen, wir reden hier um die Zeit 1845 bis 1918. Sie erinnern sich, dass ich ein paar Mal schon über David Hilbert gesprochen habe und sein Hilbertsches Programm vom Mathematikerkongress 1900. Cantor war damals übrigens der Vorsitzende der Deutschen Mathematikervereinigung. Und ich habe ja ein paar Mal schon in der Vorlesung erwähnt, dass es um diese Zeit rum so eine Bewegung gab, in der Mathematik zu versuchen, zu formalisieren. Und Cantor steht vielleicht sehr interessant für diese Entwicklung auf beiden Seiten. Nämlich einerseits war er jemand, der versucht hat, diese Formalisierung sauber voranzutreiben, durch diese Art von Beweisen wie dem Diagonalargument, dem ersten, das wir gerade schon kennengelernt haben, und dem zweiten, zu dem wir jetzt kommen, der dann aber gleichzeitig auch die Grenzen dieser Möglichkeiten erfahren hat, weil wir nämlich diesen Donnerstag feststellen werden, dass sein Konzept von Unendlichkeit gefährliche Probleme hat, die erst später seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen klar wurden und dann noch quasi Aufräumarbeit bedürfen haben, mit der wir uns dann noch in Ruhe beschäftigen können. Und damit sind wir dann wirklich ganz klar in der Vorlesung zur Berechenbarkeit. Da sind wir dann wirklich in unserem Home-Turf hier in dieser Vorlesung. Zunächst aber, wie komme ich jetzt zu dieser Slide? Fehlt so ein bisschen die Überleitung. Ja, also von ihm stammt insbesondere dieser erste formale Beweis, dass die reellen Zahlen nicht abzählbar sind. Und die klassische Form dieses Beweises, nämlich das sogenannte zweite Cantorsche Diagonalargument. Und hier kurzer Check, ob noch alle dabei sind. Kennen Sie den Beweis auch? Haben Sie den auch schon gemacht in Ihrer Mathe 1? Wird so ein bisschen genickt. Hör mal, Hände hoch, wer glaubt, dass er den nochmal machen könnte, diesen Beweis?
Das ist nicht mal mehr die Hälfte. Okay, gut, denn wir haben ein bisschen mehr Zeit dafür. Lassen Sie uns in Ruhe darüber durchgehen. Ich muss mich kurz wieder selber in meine, damit ich hier sehe, auf meinem Monitor auch was sehe. So, meine Uhr sehe. Der funktioniert folgendermaßen. Also der Satz ist, die Menge der reellen Zahlen ist überabzählbar. Das heißt, sie ist nicht abzählbar. Das ist das, was überabzählbar heißt. Sie erinnern sich, ne? Definition war auf der Slide Nummer 3. Wir werden etwas Stärkeres zeigen, nämlich, dass eine echte Teilmenge der reellen Zahlen, das sogenannte Kontinuum, das ist die offene Menge zwischen 0 und 1, überabzählbar ist. Und natürlich ist dann damit die reellen Zahlen, die ja aus einer Vereinigung von all diesen Kontinuen zwischen all den anderen Zahlen besteht, auch überabzählbar. Und das zeigen wir durch Widerspruch, diesem Argument folgen, das von Georg Cantor stammt. Das funktioniert folgendermaßen, vielleicht machen wir es einfach zweimal. Oder ich sage Ihnen erstmal, was die Idee ist. Ja? Und dann schauen wir mal, ob wir den Satz lesen können, weil er ist vielleicht ein bisschen lang und technisch. Wenn dieses Kontinuum, also die Menge der reellen Zahlen zwischen 0 und 1, wenn das abzählbar wäre, dann gäbe es ja eine Bijektion von den natürlichen Zahlen auf dieses Kontinuum. Jetzt stellen wir uns einen Dialog vor, angenommen Sie behaupten, es gibt diese Bijektion zwischen den natürlichen Zahlen und diesem Kontinuum. Sie sagen, ich habe so eine Art durchzuzählen durch die reellen Zahlen zwischen 0 und 1. Dann könnten wir uns einen rhetorischen Austausch vorstellen miteinander, Sie und ich, bei denen ich Sie zunächst einmal zwinge, diese Liste aufzuschreiben. Sie sagen, ja, wenn Sie die haben, dann schreiben Sie sie doch bitte mal hin. Schreiben Sie an die erste Stelle die erste reelle Zahl, die in Ihrer Liste steht, und an die zweite Stelle die zweite reelle Zahl, die in Ihrer Liste steht, und an die dritte Stelle die dritte reelle Zahl, die in Ihrer Liste steht. Wichtig ist diese Reihenfolge, dass Sie damit anfangen müssen, diese Liste aufzustellen. Wenn Sie diese Liste hingeschrieben haben, dann komme ich als Ihr Gegenspieler ins Spiel und ich schaue mir diese Liste an und ich gehe jetzt der Diagonale nach durch diese Liste durch. In jedem Eintrag der Liste steht eine reelle Zahl, ja, also eine Sequenz, eine abzählbare Sequenz von dezimalen Ziffern. Ja, also eine Zahl 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 steht an jeder Stelle dieser reellen Zahl. Es kann sein, dass da eine ganze Weile dann nur noch Nuller kommen oder nur noch Einser oder irgendwelche Perioden oder irgendwelche regulären Muster, denn die sind ja auch alle drin in den reellen Zahlen, aber das wird nur abzählbar oft vorkommen. Und was ich jetzt mache ist, dass ich jetzt hier durchgehe und entlang der Diagonalen, Sie sehen, dass diese Ziffern fett gedruckt sind, mir jeweils anschaue, was Sie in Ihre Liste geschrieben haben und dann da einfach was anderes hinschreibe. Also wenn hier eine 7 steht, dann lege ich da eine 5 rein. Wenn da eine 6 steht, dann lege ich da eine 3 rein. Wenn da eine 8 steht, dann lege ich da eine 1 rein und so weiter und so weiter. Und während ich das mache, schreibe ich ja auch eine reelle Zahl auf. Ne? 0,5317, was auch immer. Ja? Und diesen Prozess können wir abzählbar fortsetzen. Und dann kann ich Ihnen, indem ich das tue, beweisen, dass die Zahl, die ich da hinschreibe, nicht in Ihrer Liste ist. Warum? Naja, es ist ja offensichtlich nicht die erste Zahl, denn sie hat ja eine andere Ziffer an der ersten Stelle als Ihre erste Zahl. Es ist offensichtlich nicht die zweite Zahl, denn sie hat ja eine andere Ziffer als Ihre zweite Zahl an der zweiten Stelle hat. Sie ist offensichtlich nicht die dritte Zahl, denn an Ihrer dritten Stelle hat sie eine andere Ziffer stehen, als Ihre dritte Zahl stehen hat. Ja? Und damit habe ich eine Zahl konstruiert, die nicht in Ihrer Liste ist. Also ist sie keine Bijektion von den natürlichen Zahlen auf diese Teilmenge der reellen Zahlen. Macht das Sinn? Einige Leute nicken. Ist es auch für die anderen klar? Wir wiederholen den Prozess gleich nochmal für ein anderes Beispiel, deswegen können wir es einfach nochmal machen. Es gibt so ein kleines technisches Problem übrigens, ganz am Rande mal erwähnt, dass es ja reelle Zahlen gibt, die zwar anders geschrieben werden in Dezimaldarstellung, aber die gleiche Zahl sind. Also die Zahl 0,1 und dann Periode 9
ist ja die gleiche reelle Zahl wie die 0,2 und das ist so ein beliebtes Partyspiel, warum das eigentlich so ist, weil da nichts dazwischen ist und so. Das ist für uns aber kein Problem. Ich kann mir einfach entschließen, dass ich ja, während ich dieses Argument mit Ihnen führe, die Ziffern, die ich hier ersetze, da habe ich ja, Sie müssen mir ja für jede Stelle eine Ziffer nennen und ich muss nur eine andere nehmen. Da kann ich einfach beschließen, dass ich die 0 und die 9 nicht benutze. Da bleiben mir immer noch, was? 8 Ziffern übrig. Ja? Nämlich nicht die 0 und nicht die 9, 7 Ziffern übrig. Nicht die 0, nicht die 9 und auch nicht Ihre. Da bleiben immer noch 7 von übrig. Ja? Und mir würde sogar eine reichen. Ich nehme einfach immer die eine, die übrig bleibt, die ich nicht brauche. Okay, das heißt, so hat Georg Cantor gezeigt, dass die reellen Zahlen nicht abzählbar sind. Okay, und die reellen Zahlen, mit denen haben wir aber bislang mit Computern nichts zu tun, die sind für uns nicht wirklich relevant. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass die Computer, die vor Ihnen stehen, keine reellen Zahlen abbilden können. Im Prinzip stellen wir gerade genau fest, dass sie das nämlich nicht können, weil die nämlich nicht abzählbar sind. Also ist diese Menge der reellen Zahlen vielleicht gar nicht so spannend. Es gibt aber eine andere Menge, die auch überabzählbar ist, die für uns sehr viel spannender ist. Und das ist diese bereits erwähnte Menge der abzählbaren Binärsequenzen. Also die Menge an Strings, die an jeder Stelle entweder eine 0 oder eine 1 haben und abzählbar unendlich lang sind. Für diese Strings kann ich genau das gleiche Argument führen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also, meine Behauptung ist, dieses Objekt ist allen klar, worüber ich rede. Das ist ja ein bisschen eine abstrakte Idee. Ja, also ich rede von beliebigen Sequenzen, von beliebiger Länge, abzählbar unendlich lang, von 1 und 0. Okay? So. Ich behaupte, diese Menge ist nicht abzählbar. Sie ist überabzählbar. So wie die reellen Zahlen. Wie beweise ich das? Durch Widerspruch. Angenommen, Sie behaupten mir gegenüber, dass sie abzählbar ist. Dann kann ich folgende Konstruktion machen, um Ihnen zu beweisen, dass wie auch immer Sie sie abzählen, Sie immer manche dieser Zahlen übersehen. Angenommen, Sie hätten eine Abzählung dieser Menge an abzählbaren Binärstrings, dann müssten Sie die hinschreiben können. Sie müssten insbesondere sagen können, was der erste Binärstring ist, was der zweite Binärstring ist, was der dritte Binärstring ist und so weiter. Dann könnte ich die untereinander schreiben und könnte gucken, was Sie da hinschreiben und könnte wieder der Diagonale nach durchgehen und einfach immer die Einträge umdrehen. Bei einer Binärsequenz kann ich sie ja umdrehen. Ja? Also wenn Ihre erste Binärzahl eine 1 am Anfang hat, dann schreibe ich bei mir eine 0 auf die Liste. Wenn Ihre zweite Binärzahl eine 1 an der zweiten Stelle hat, dann schreibe ich da auch eine 0 in meine Binärzahl und so weiter und so weiter. Und dann konstruiere ich damit eine neue binäre Sequenz, die nicht in Ihrer Liste ist. Denn es ist nicht der erste Eintrag in Ihrer Liste, weil er ja an der ersten Stelle eine andere Ziffer hat. Es ist nicht der zweite Eintrag in Ihrer Liste, weil er ja an der zweiten Stelle eine andere Ziffer hat und immer so weiter. Also ist notwendigerweise diese Menge auch überabzählbar. Aber wie weiß man, dass nicht weiter unten irgendwo die Sequenz doch kommt? Welche Sequenz? Also wenn Sie da irgendwo eine Stelle verändern, dann könnte der String weiter unten irgendwo auftauchen. Oder ist das auszuschließen? Oder welchen Fehler mache ich jetzt? Also, wenn Sie an der i-ten Stelle, egal für welches i, haben Sie in Ihrer Liste eine Zahl stehen. Und das ist nicht meine Zahl, weil meine Zahl hat an der i-ten Stelle eine andere Ziffer. Es kann durchaus sein, dass sie davor überall die gleichen Ziffern hat. Also Ihre i-te Zahl, die hat für die ersten i-1 Ziffern, könnten alle genau identisch sein mit meiner Zahl. Das kann durchaus passieren. Ich glaube, diesen Gedanken haben vielleicht manche von Ihnen auch gerade. Ja? Das ist okay, macht aber nichts, weil an der i-ten Stelle ist meine Zahl anders. Und deswegen habe ich gewonnen. Ja, weil es reicht ja, an einer Ziffer anders zu sein. Auch wenn alle anderen Ziffern genau identisch sind, diese eine Ziffer ist definitiv anders und damit ist ein anderer Code. Aber wie weiß ich, dass sie nicht weiter unten oder weiter oben auftaucht, diese Zahl? Ich schaue ja jetzt nicht alle auf einmal an. Oder ist es dadurch, dass ich sie genau geordnet habe? Wir gehen alle der Reihe nach durch, von der ersten bis immer weiter. Und
für jede, egal wie weit wir in diese Liste reingehen, ich kann immer beweisen, dass meine Zahl anders ist als der so und so vielte Eintrag an dieser Liste, weil er nämlich an der genau so und so vielten Stelle eine andere Ziffer hat. Ja, weil sie abzählbar, die Liste abzählbar ist. Ja? Das Ablaufen durch die Liste ist abzählbar und ich konstruiere eine Zahl, die nicht in dieser abzählbaren Liste ist. Deswegen ist die Menge, mit der wir uns beschäftigen, nicht abzählbar. Frage? Das ist eine wunderschöne Frage, die ich Ihnen vielleicht, ich versuche es nochmal umzuformulieren und lasse es Ihnen dann als Gedankenaufgabe, lasse Sie einfach weiter darüber nachdenken. Ich glaube, Ihre Frage ist, wenn ich Sie richtig verstehe, ich könnte ja auch sagen, das Gleiche geht mit den natürlichen Zahlen. Ja? Ich nehme die natürlichen Zahlen und schreibe sie in Binärsequenz auf. Ja? Also die erste Zahl ist die 0, das ist die binäre Sequenz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Die zweite ist die 1, das ist die Sequenz 1, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Und danach mache ich immer so weiter und schreibe halt in Binärkodierung die natürlichen Zahlen hin. Ja? Wie können Sie dann sicher sein, dass ich nicht genau das gleiche Argument hier führen kann, um dann zu beweisen, dass die natürlichen Zahlen überabzählbar sind? Ich glaube, ich verrate es nicht, sondern ich gebe es Ihnen mit als Gedankenaufgabe, das finde ich sehr schön. Aber, okay, jenseits dieser Frage, wer folgt diesem Beweis noch? Ich merke, dass manche anfangen zu murmeln, es kann entweder sein, weil ihnen langweilig ist und es offensichtlich ist, oder weil sie noch Fragen haben. Wenn sie noch Fragen haben, dann melden sie sich jetzt. Ansonsten stelle ich Ihnen jetzt eine Frage. Was hat denn dieser Raum hier oben, dieses 2 hoch natürliche Zahlen, was hat denn der zu tun mit dem Kontinuum von vorher? Ich habe ja offensichtlich fast den gleichen Beweis geführt. Hängen die miteinander irgendwie zusammen? Die sind quasi der gleiche Raum, nämlich einfach in einer anderen Basis. Ja, ich kann ja natürlich reelle Zahlen auch in Binärdarstellung schreiben und dann kann ich statt Dezimalzahlen zu benutzen, mit Ziffern von 0 bis 9, auch Binärziffern benutzen, mit Ziffern von 0 bis 1. Und dann ist dieser Raum, mit dem wir uns gerade eben beschäftigt haben, dieses Kontinuum, ist quasi identisch, bis auf, ein bisschen aufpassen mit den Klammern, ob sie eckig oder rund sind, mit dieser Sequenz an binären Strings. Und genau genommen muss man da ein bisschen aufpassen, genau wegen dieser komplizierten Frage von, wann eigentlich 2 reelle Zahlen identisch sind, auch wenn sie unterschiedliche Dezimal- oder Binärdarstellungen haben. Es gibt da dieses Problem, dass insbesondere für Binärzahlen scheint es besonders oft aufzutauchen, wenn Sie so wollen, ne? Dass Binärzahlen, die eine Periode haben, immer identisch sind zu dem direkten Nachbar, wo die Periode auf der anderen Binärziffer 1 vorher anfängt, wenn Sie so möchten. Ja, also am Ende lauter 1er ist das gleiche wie 1 davor eine 0. Und davon gibt es aber nur abzählbar viele. Das ist also eine abzählbare Teilmenge dieser überabzählbaren Menge. Und deswegen kann man sie abzählbar rauslassen aus der Liste und damit eine Bijektion bilden zwischen diesen beiden überabzählbaren Mengen. Eine spannendere Frage ist aber, oder eine spannendere Beobachtung ist, dass diese Menge 2 hoch n, diese Binärstrings, dass wir die uns auch vorstellen können als eine Art Indikatorfunktion in die Elemente, in die Menge einer abzählbaren Menge. Wir können also sagen, wenn ich Ihnen eine Menge gebe, m, und die hat abzählbar viele Elemente, m1, m2, m3, m4 und so weiter, dann kann ich sagen, ich nehme eine Teilmenge, wie habe ich die Teilmenge genannt, U aus M, und ich beschreibe, welche Teilmenge ich meine, indem ich eine Funktion wähle, die einen binären Output hat und mir immer sagt, ob das abzählbar ite Element
in der Menge ist oder nicht. Dies ist also eine charakteristische Funktion für eine Teilmenge. Und wissen Sie was, da ist jetzt die Reihenfolge der Slides ein bisschen ungeschickt. Ich gehe einfach gleich zwei Slides weiter. Das bedeutet, diese Beobachtung, dass abzählbare Mengen überabzählbar viele Teilmengen haben. Ist es klar? Nee, das ist vielen Leuten nicht klar. Also nochmal kurz überlegen. Ich kann diese Darstellung, eine Sequenz von 0 und 1, kann ich benutzen, um eine Teilmenge zu identifizieren aus einer abzählbaren Menge. Ja? Nämlich, wenn ich eine abzählbare Menge habe, mit Elementen m1, m2 und so weiter, dann kann ich da drunter, unter jedes dieser m1, m2, m3, kann ich quasi so eine Art Code schreiben, der mir sagt, welche von diesen Elementen in einer Teilmenge sind oder nicht. Und indem ich diesen Code hinschreibe, der ist abzählbar unendlich lang, habe ich genau eine Teilmenge identifiziert. Mit jedem dieser Codes, also mit jeder Binärsequenz, identifiziere ich genau eine Teilmenge und ich kann jede Teilmenge als so eine Auswahl mit einem Binärstring darstellen. Ja? Das heißt, es gibt eine Bijektion zwischen der Menge aller Teilmengen und dieser komischen Menge, 2 hoch der natürlichen Zahlen, sofern die Urmenge abzählbar ist. Also, abzählbar unendliche Mengen haben überabzählbar unendlich viele Teilmengen. Warum ist das ein Problem, ohne dass ich ein paar Slides weitergehe? Wenn wir in einer Vorlesung über Berechenbarkeit und Turing-Maschinen und so weiter. Na, wir haben gerade eben festgestellt, dass die Kleinsche Hülle abzählbar unendlich groß ist. Und was machen wir mit der Kleinschen Hülle? Wir definieren über ihre Sprachen, wir definieren über ihre mathematische Probleme, Aufgaben für unsere Turing-Maschinen. Und diese Sprachen, das sind Teilmengen der Kleinschen Hülle. Wie viele Sprachen gibt es also? Überabzählbar viele. Wie viele Turing-Maschinen haben wir? Abzählbar viele. Ja? Das heißt, und das steht gleich auf der nächsten Slide noch ein paar Mal, aber ich kann es ruhig ein paar Mal sagen heute, es muss Sprachen geben, für die es keine Turing-Maschine gibt. Es muss irgendwelche Muster geben, die keine Turing-Maschine erkennen kann. Ich lasse mal diese Slide zu den Diagonalargumenten weg und sage das nochmal auf dieser Slide. Wir haben damit im Prinzip diesen Korollar gerade eben schon uns bewusst gemacht, haben noch nicht richtig bewiesen. Für endliche Alphabete Sigma, für alle beliebigen endlichen Alphabete, insbesondere auch fürs binäre Alphabet, gibt es Sprachen in der Kleinschen Hülle, für die es keine Turing-Maschine gibt, die sie erkennt. Warum? Hier ist zuerst mal die Beweisidee. Wir wissen einerseits, dass die Menge der Turing-Maschinen abzählbar unendlich ist. Wir wissen andererseits, dass die Kleinsche Hülle abzählbar unendlich ist und dass Sprachen Teilmengen der Kleinschen Hülle sind. Und wir haben gerade gesehen, dass abzählbar unendliche Mengen, so wie die Kleinsche Hülle, überabzählbar viele Teilmengen haben. Und wenn es eine abzählbare Menge an Maschinen gibt und überabzählbar viele Sprachen, dann kann es keine Bijektion zwischen den Sprachen und den Maschinen geben. Sondern es muss notwendigerweise mehr Sprachen als Maschinen geben. Also die Menge der Sprachen ist mächtiger als die Menge der Maschinen. Diesen Beweis können wir auch nochmal etwas sauberer nochmal führen, einfach nochmal zur Wiederholung. Jetzt mal etwas genauer. Ja. Angenommen, unser Alphabet ist insbesondere das binäre Alphabet, das macht es etwas konkreter. Vielleicht das zweiteinfachste Alphabet. Dann haben wir zunächst gezeigt, vor der Pause, dass die Kleinsche Hülle abzählbar unendlich ist. Sie ist nicht endlich, sie ist abzählbar unendlich. Und zweitens wissen wir noch aus der Vorlesung letzten Dienstag, dass die Menge aller Turing-Maschinen
auch abzählbar unendlich ist. Das haben wir gemacht über die Utilisierung. Wir haben also jeder Turing-Maschine einen Code gegeben. Dieser Code ist eine natürliche Zahl. Das ist also eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, die genau diese Eigenschaft hat, die hier auf der Tafel steht. Und deswegen gibt es, wenn Sie so wollen, höchstens so viele Turing-Maschinen, wie es natürliche Zahlen gibt. Genau genommen gibt es genauso viele Turing-Maschinen, wie es natürliche Zahlen gibt, im Sinne von Mächtigkeit, nicht im Sinne von Größe. Und jetzt gerade eben haben wir gesehen, dass die Menge der Teilmengen einer abzählbar unendlichen Menge überabzählbar ist. Dieser Satz übrigens heißt auch der Satz von Cantor. Die Menge der Teilmengen einer abzählbaren Menge ist überabzählbar. Nun ist aber die Menge der Teilmengen der klinischen Hülle ist genau die Menge aller Sprachen. Insbesondere können wir für jede Sprache, nennen wir sie A, eine charakteristische Funktion aufschreiben, die ein Element aus diesem Raum 2 hoch natürliche Zahlen oder aus der Menge der Teilmengen der klinischen Hülle ist, nämlich so. Ja. Also hier steht die klinische Hülle. Wir wissen, dass die abzählbar ist, genau in dieser Art, so wie wir das vorher schon gemacht haben. Also erst kommt das Wort von Länge 0, dann die beiden Worte von Länge 1, dann die beiden Worte von Länge 2 und so weiter. Angenommen, unsere Sprache enthält genau diese Worte, abzählbar unendlich viele, dann können wir diese Sprache auch kodieren durch diesen Binärstring. Das leere Wort ist nicht drin, das erste Wort ist drin, das zweite Wort ist nicht drin, das dritte Wort ist drin und so weiter. Und wir wissen, dass es von das hier ist offensichtlich ein Element aus diesem komischen Raum. Und dieser Raum ist überabzählbar groß. Also ist der eine Raum überabzählbar, der Raum der Turing-Maschine ist aber abzählbar, also ist der eine mächtiger als der andere. Es gibt mehr Sprachen, als es Turing-Maschinen gibt. Zunächst, wer folgt diesem Beweis? Einmal nicken, Dankeschön, oder Hände hochhalten, ist auch super, danke. Es sind relativ viele. Jetzt, für diejenigen, die es noch etwas komplizierter haben möchten, zusätzlich zu der Frage mit dem, warum der Beweis mit den natürlichen Zahlen nicht funktioniert, noch eine zusätzliche Frage, für die zum drüber nachdenken. Was wir hier machen, ist ja auch so eine Art Gödelisierung. Ja, ich habe gerade nach der Pause gesagt, was wir vor der Pause gemacht haben, war eine triviale fast schon Gödelisierung der klinischen Hülle, nämlich eine Bijektion auf die natürlichen Zahlen. Also hier oben steht eine Liste, da könnte ich drüber die natürlichen Zahlen schreiben. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Dann ist das hier, indem ich das hier hinschreibe, definiere ich implizit eine Bijektion zwischen der klinischen Hülle und den natürlichen Zahlen. Insbesondere auch eine Gödelisierung, weil Gödelisierungen sind was Schwächeres als eine Bijektion. Sie sind nämlich eine Injektion in den natürlichen Zahlen, deren Bildmenge entscheidbar ist und deren Umkehrung berechenbar ist. Die Bildmenge entscheidbar zu machen hier ist trivial für die klinische Hülle, weil alle natürlichen Zahlen in der Bildmenge sind. Hier unten drunter steht jetzt eine Sprache A. Für diese Sprache A könnte ich auch eine Gödelisierung machen. Nämlich, ich könnte sagen, indem ich diesen String hinschreibe, habe ich eine Funktion aufgeschrieben, deren Bild in den natürlichen Zahlen liegt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob sie die anderen Eigenschaften der Gödelisierung erfüllt. Ist sie injektiv? Ja, denn es wird nie zwei Worte auf die gleiche natürliche Zahl abgebildet. Ist ihre Bildmenge entscheidbar? Kann ich prüfen, wenn ich eine bestimmte natürliche Zahl nehme, ob dieses Wort in der Sprache liegt? Womit würde ich das machen? Und ist ihre Umkehrung berechenbar?
Also kann ich gucken, wenn ich eine bestimmte Zahl bekomme, zu welchem Wort sie gehört. Letzteres ist einfach, aber diese Berechenbarkeit der Bildmenge, wer würde die machen? Also, falls Ihnen vorher klar war, warum unser Beweis für die Abzählbarkeit der klinischen Hülle eine Gödelisierung war, kann sich jetzt vielleicht, indem Sie genau überlegen, inwiefern diese Liste hinzuschreiben keine Gödelisierung der Sprache A ist, Sie entweder genau verstehen, was eine Gödelisierung ist, oder genau verstehen, was das Problem mit den Turing-Maschinen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem geholfen hat, aber vielleicht ist der eine oder andere oder die eine oder andere im Raum, die diesen Gedanken mit rausnehmen kann und sich überlegen kann, was da schief geht und warum Gödelisierungen genauso definiert sind, wie sie definiert sind. Für uns, für heute, das, was ich möchte, was Sie mitnehmen, ist zusammengefasst auf den nächsten 3 Slides, die nur noch Zusammenfassungen bilden. Wir haben heute eine Wiederholung gemacht der Konzepte von Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit und Endlichkeit, wenn Sie so wollen, aus der Mathematikvorlesung 1, aus klassischer Mengenlehre. Und wenn wir sagen klassische Mengenlehre, dann meinen wir damit typischerweise Georg Cantor und seinen Transfinitismus. Es gibt nämlich unter dieser klassischen Sicht auf die Mengenlehre endliche Mengen, abzählbar unendliche Mengen und überabzählbar unendliche Mengen. Und zumindest bekannt ist nichts dazwischen, zwischen abzählbar und überabzählbar. Darüber werde ich am Donnerstag noch was sagen. Wir haben heute ein paar Mengen kennengelernt, die Sie zum Teil schon kennen aus der Mathematik und ein paar neue, die sich jetzt einordnen im Kontext unserer Vorlesung in diese Hierarchie von endlich, unendlich, abzählbar und überabzählbar unendlich. Endliche Mengen sind zum Beispiel die leere Menge, die Menge 0,1 und insbesondere alle unsere Alphabete. Denn Alphabete sind per Definition immer endliche Mengen. Etwas vielleicht langweiligere, andere endliche Mengen sind auch alle endlichen Sprachen. Also zum Beispiel alle Strings über dem binären Alphabet, die eine bestimmte endliche Länge haben. Also alle Strings von Länge 5 oder Länge 3 und so weiter. Abzählbar unendliche Mengen sind Mengen, die eine Bijektion zu den natürlichen Zahlen erlauben. Und ein Beispiel für eine abzählbar unendliche Menge ist nicht nur die rationalen Zahlen und die ganzen Zahlen, die Sie schon kennen, sondern eben auch die klinische Hülle über einem nicht leeren Alphabet. Geht übrigens sogar für ein Alphabet mit einem einzigen Buchstaben. Ne? So ein bisschen langweilig. Aber auch die Menge aller Turing-Maschinen. Denn wir haben letzten Dienstag eine bestimmte Art gefunden, wie wir alle Turing-Maschinen abbilden können auf die natürlichen Zahlen, sodass keinen zwei Turing-Maschinen die gleiche natürliche Zahl zugewiesen wird und wir sogar insbesondere für eine gegebene Kodierung einer Turing-Maschine prüfen können, ob sie die Kodierung einer Turing-Maschine ist, und zwar auf entscheidbare Art und Weise prüfen können. Und, sofern, wenn wir das dann geprüft haben, auch die Rückabbildung hin zurück zu den Turing-Maschinen durchführen können, auf berechenbare Art und Weise, also mit einer Turing-Maschine. Und dann gibt es aber Mengen, die echt mächtiger sind als die abzählbaren Mengen, die überabzählbaren Mengen. Sie kennen aus der Mathematik die reellen Zahlen und heute haben wir festgestellt, dass die Menge 2 hochnatürliche Zahlen, also die Menge aller abzählbaren Binärstrings, die übrigens auch bis auf Isomorphie das gleiche ist wie das Kontinuum der reellen Zahlen zwischen 0 und 1 und auch das gleiche ist wie die Indikatorfunktion, die in die Menge aller Teilmengen einer abzählbar unendlichen Menge hinein abbildet, auch die sind überabzählbar große Mengen. Das heißt, jetzt kompakt gesagt, abzählbar unendliche Mengen haben überabzählbar viele Teilmengen. Und das bedeutet, dass es notwendigerweise Sprachen geben muss aus der klinischen Hülle, also Teilmengen der klinischen Hülle, für die es keine Turing-Maschine gibt, die sie erkennt.
Einfach, weil die Menge echt mächtiger ist als die Menge der Turing-Maschinen. Ohne, dass wir konkret sagen müssen, inwiefern sie die nicht erkennen kann. Kann ich dann weiter daraus folgern, es muss was Mächtigeres geben wie die Turing-Maschine? Ha, also die Frage ist, kann ich daraus folgen, dass es was Mächtigeres geben muss als die Turing-Maschine? Nein, denn Sie haben das Wort geben benutzt. Das muss ja erst mal zeigen, wie die aussieht. Also Sie sagen ja, sie existiert, was Mächtigeres als die Turing-Maschine. Also was Sie sagen können, ist auf der folgenden Slide zusammengefasst. Das ist die letzte Slide mit dem QR-Code. Wir haben in den vorherigen Vorlesungen, bevor wir mit Berechenbarkeit angefangen haben, uns mit dieser Chomsky-Hierarchie beschäftigt. Und hier möchte ich kurz jetzt die Verbindung wieder machen zu all dem, was wir vorher gemacht haben. Als es um formale Sprachen ging, haben wir über die Form von Grammatiken gesprochen. Und dann gibt es diese Hierarchie von Chomsky mit Typ 0, 1, 2 und 3. Die einfachsten Sprachen, formalen Sprachen, sind die von Typ 3. Das sind die regulären Grammatiken. Sie erinnern sich an die Formen ihrer Produktion. Und wir haben gemerkt, dass es für diese regulären Grammatiken eine bestimmte Art von Automat gibt, der sie erkennt. Der heißt endlicher Automat. Deterministisch und nicht deterministisch ist egal, die sind äquivalent zueinander. Und diese Automaten sind übrigens immer Entscheider, denn sie kommen immer zum Ende nach der Rechnung und dann kommen sie entweder in einem akzeptierenden Zustand zum Ende oder eben nicht und dann akzeptieren sie nicht. Typ 2 Grammatiken sind die kontextfreien Grammatiken, deren Produktionen auf der linken Seite immer nur eine Variable haben. Und wir haben gemerkt, dass diese erkannt werden durch nicht-deterministische Kellerautomaten. Die Typ 1 Grammatiken sind die sogenannten kontextsensitiven Grammatiken und über die Maschinen, die Automaten, die sie erkennen, haben wir noch nicht gesprochen. Zu einem späteren Zeitpunkt werde ich das einmal ganz kurz tun. Spoiler Alert, diese Maschinen heißen linear beschränkte Automaten und ganz vereinfacht gesagt können Sie sich Turing-Maschinen vorstellen, deren Band genauso lang ist wie die Eingabe oder genau genommen, deren Band höchstens eine Konstante mal länger ist als die Eingabe. Was genau dies für Eigenschaften haben, dafür ist es jetzt noch zu früh, drüber zu reden. Wir haben uns aber jetzt beschäftigt mit den Turing-Maschinen und ohne Beweis verrate ich Ihnen einfach mal, dass die Turing-Maschinen genau die Automaten sind, welche die Grammatiken vom Typ 0 in der Chomsky-Hierarchie erkennen. Typ 0 ist also eine allgemeine Grammatik, wo es keine weiteren Einschränkungen für die Produktionsregeln zwischen linker und rechter Seite gibt. Und auch hier wieder haben wir festgestellt, schon vor ein paar Wochen jetzt, vor den Pfingstferien, dass bei den Turing-Maschinen Nicht-Determinismus und Determinismus kein Problem sind. Nicht-deterministische Turing-Maschinen können nicht mehr erkennen, können nicht mehr Sprachen erkennen als deterministische Turing-Maschinen. Sie sind einander äquivalent. Wenn auch nicht in Effizienz, aber in der Menge der Sprachen, die sie erkennen können. Und jetzt werden wir in den nächsten Vorlesungen eine andere Art von Charakterisierung von Entscheidungsproblemen kennenlernen, nämlich in deren Berechenbarkeit. Wir werden also darüber nachdenken, ob bestimmte Arten oder insbesondere ob Turing-Maschinen Sprachen erkennen und vielleicht sogar entscheiden können. Und was wir heute gemacht haben, ist zunächst mal abstrakt, konkreter machen wir es dann am Donnerstag nochmal, festgestellt, dass dieser Erkennbarkeit von Sprachen Grenzen gesetzt sind. Dass also der Raum aller Sprachen, nämlich dieser Raum 2 hoch natürliche Zahlen, die Menge aller Teilmengen der klinischen Hülle, den nennt man übrigens auch den Raum all für alle Entscheidungsprobleme, dass der echt mächtiger ist als der Raum aller Turing-Maschinen. Dass es also Sprachen geben muss, die von keiner Turing-Maschine erkannt werden. Den Raum aller Sprachen, welche von Turing-Maschinen erkannt werden, den nennt man den Raum der Sprachen, die rekursiv aufzählbar sind. Und rekursiv aufzählbar heißt auf Englisch recursively enumerable. Deswegen heißt diese Klasse an Sprachen heißt RE. Und innerhalb dieser Klasse an rekursiv aufzählbaren Sprachen gibt es auch die Sprachen, für die es Turing-Maschinen gibt, die immer anhalten, die also entscheiden. Das sind die sogenannten rekursiven Sprachen. Und dieser Raum, der heißt R
für die rekursiven Sprachen. Und wie Sie sehen, ist er in diesem Diagramm nicht eingetragen. Das ist Absicht. Denn wir müssen uns am Donnerstag erstmal noch damit beschäftigen, wie der eigentlich aussieht. Ob der vielleicht genauso groß ist wie RE oder ob er irgendwie echt kleiner ist als RE. Und vielleicht müssen wir auch mal irgendwann drüber nachdenken, wie der irgendwie mit denen da zusammenhängt. Also klar ist schon mal, dass die Typ-3-Sprachen, regulären Sprachen, dass die offensichtlich in R liegen. Ne? Denn alle endlichen Automaten sind Entscheider. Aber wie viel kleiner, größer der ist, da müssen wir irgendwann auch drüber nachdenken. Das heißt, heute haben wir verstanden, es gibt Sprachen, für die es keine Turing-Maschinen gibt. Und damit bleiben zwei sofortige Fragen quasi, drängen sich uns auf, mit denen wir uns am Donnerstag beschäftigen müssen. Nämlich erstens, wie sieht denn so eine Sprache aus, für die es keine Turing-Maschine gibt? Können wir so eine Sprache aufschreiben? Können wir das überhaupt? Also wenn man sie nicht rekursiv aufzählen kann, wie kann ich denn so eine Sprache hinschreiben? Wie geht denn das? Darüber müssen wir nachdenken am Donnerstag. Und dann gibt es natürlich direkt auch die zweite Frage, nämlich wie es da innen drin weiter aussieht. Wo liegt denn hier R drin, die rekursiven Sprachen? Gibt es Sprachen, die zwar erkennbar sind von der Turing-Maschine, aber nicht entscheidbar? Nein, natürlich gibt es die, die haben wahrscheinlich schon geahnt, ja, und über die werden wir reden. Da gehören die berühmten Beispiele davon dahin, die Sie wahrscheinlich alle schon gehört haben, wie das Halteproblem. Damit sind wir am Ende für heute. Ich fasse einmal mit so lustigen Sätzen zusammen, die dieses Chaos dieser ganzen Begriffe einmal besonders klar machen. Wir haben festgestellt, dass es über endlichen Alphabeten abzählbar unendlich viele Worte gibt. Diese Worte bilden die klinische Hülle. Und diese abzählbar unendliche Menge der klinischen Hülle, die hat überabzählbar viele Teilmengen. Diese Teilmengen nennen wir die Sprachen. Die Menge aller Sprachen. Die Menge der Turing-Maschinen ist aber eine abzählbar unendliche Menge. Deswegen muss es notwendigerweise Sprachen geben, für die es keine Turing-Maschinen gibt, die sie erkennen können. Moment, bin noch nicht fertig. Es gibt auch, und hoffentlich können Sie sich davon selber überzeugen, unendlich viele Turing-Maschinen, die immer anhalten. Also gibt es abzählbar unendlich viele Entscheider. Gibt es weniger Entscheider als Erkenner, wenn doch beide Mengen unendlich sind? Auch damit müssen wir uns am Donnerstag beschäftigen und uns fragen, inwiefern und was es bedeutet, dass oder ob es Sprachen gibt, die zwar erkennbar sind, aber nicht entscheidbar sind. Und das werden wir am Donnerstag machen. Bis dahin, herzlichen Dank. Bitte geben Sie mir Feedback. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz viele von Ihnen haben noch nicht die Evaluation des Fachbereichs ausgefüllt. 85% der Menschen in diesem Raum haben immer noch nicht die Evaluation ausgefüllt. Bitte tun Sie das. Ich kriege zunehmend genervte, automatisierte E-Mails vom Studiendekan darüber, dass Sie doch bitte alle Ihre Evaluation ausfüllen sollten. Müssen Sie machen bis zum 10. Juni. Also bitte am besten gleich jetzt. Dankeschön.